Jo, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir so ein paar Cutscenes gesehen, was dieses kleine Mädchen hier widerfahren ist, das auch irgendwo hier in, wie ist die Stadt nochmal? Triglyph, ne? Triglyph, mein Gott. Ich wollte es erst sagen, aber ich dachte, er wäre falsch und dann hätte ich mich lächerlich gemacht und dann, ja, hier schon. Wir haben einen Typen getroffen, der irgendwie wie ein Professor Doktor aussah, meiner Meinung nach. Von dem wir nicht wissen, wie er heißt. Und wir sind jetzt immer noch hier auf dem Weg zur, was auch immer, zu seinem Arbeitsplatz, glaube ich. So. Sorry, but I'm busy here. If she's lost, take her to the station office. Was? Sir, you'll need to follow me to the station manager's office. This young lady just told me you tried to lure her out of the train station. What? 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 Hey, you're not going anywhere. Ja, okay, ich verstehe das nicht. Das Mädchen hat euch belogen. Okay, wenn ich wüsste, dass... ich mache mir irgendwie zu viel Gedanken bei den Entscheidungen. Er weiß ja noch nicht, dass sie irgendwie auch irgendwie einer der wichtigen Charaktere ist, aber wenn ich in seiner Haut stecken würde, dann würde ich direkt sagen, ihr versteht das nicht, das Mädchen hat euch belogen. I don't know what you want with that. Resisting arrest will only make things worse for you. Ugh. What's going on here? That little girl over there said this guy tried to kidnap her. Durch eine Prüfung gefallen, von der Polizei festgenommen. Stand das schon im Anschrank? Egal. Oh mein Gott, was? Was? In den Zug ansteigen. Ja. Jetzt hatte ich auch noch Zeitdruck. Keine Ahnung, da ist das Mädchen, deswegen gehe ich auch noch rein. Ich muss versuchen, Entscheidungen zu treffen, weil der Charakter treffen würde und nicht als Spieler irgendwie. Das ist irgendwie schwierig. Also, jetzt hast du es kaputt gemacht, Ludgar. Wie kannst du es wagen? Stimmt nicht aufgeben, hallo? Wir machen mal fertig. Mach hier mal deine Doppelklingen. Ist er ein Agent? Zieh doch mal deine Waffen, Mann. Er kämpft schon irgendwie gut, ne? Achso, die lagen da. Okay. Epic Music incoming! Jetzt kriegst du aufs Maul. Ich will Trant mit zwei Pistolen. So, ja, verdammt. Sind nur schwer das Spiel, ist doch kein Problem, Mann. Schon ohne Kratzer. Verdammt!
Wie kannst du das machen, du Bastard? Gibt's doch nicht. Boah. So, are the bad people gone now? Ja, sie sind alle tot. So, mehr Geld. Plus 8. Kochen, das Essen, Fertiggerichte, das fertige Gerichte verleiht für den bestimmten Anzahl von Kämpfen spezielle Effekte. KP-Wiederherstellung oder Erfahrungserhöhung. Ja, konnte ich mir ja nicht holen, danke. Du kannst das Gericht in Läden kaufen und sie jederzeit über das Objektmenü verwenden. So. Ach ja, der ist ja auch hier, stimmt. Were those Rizei Mexian martial arts? My security team could learn a thing or two from you. Then again, my security team can't channel spirits the way you Rizei Maxians can. I'm just glad we were both on the same car. You know, you're not too shabby yourself. My name is Beasley Bakur. I'm CEO of the Spirius Corporation. Ich traue dem Typen nicht. Der andere Typ gibt ihn auch nicht die Hand, also. Yes, sir. According to corporation files, Luger here is Director Kresnik's younger brother. Wait, your name is Kresnik? Though they don't share his brother. Ja, ne? Hey. I recognize that fighting stance. Your brother has been a great asset to us, you know. Those Exodus bastards have made their move. Exodus? Terrorists who want trouble between the two nations. They've targeted us for supporting the government's peaceful policies towards Rizei Maxia. I have no doubt they plan to ram the train straight into Oscorp. What? Wait, you mean this train? Stellt ihr mich ein, wenn ich den Zug stoppe? ja, das ist ein bisschen unpassend. Ich werde den Zug stoppen. Stop the train. What are you gonna use, your feet? We could if we take control of the engine car. You'll stop it. This I have to see. I'll help too. I have a stake in this. I'm impressed. My name is Jude Mathis. It's a pleasure to meet you, Luger. Come on. Alles klar. Ludger und Jude, jawohl. Jetzt kriege ich auch zum Geil. Vater Schwerter. Ja, okay, Ausrüstung muss man jetzt glaube ich nicht erklären. So, ich möchte mir das erste Mal hier angucken. Mini Jude, Mini Mila. So viel zum Knullen. Danger Junior. Warum habe ich das bekommen, wenn ich ein Graces F Dingens hier drauf habe? Also der Charakter von, der Hauptcharakter von Dingens hier. Ah, Hutfrisuren. Geil. So, und... Ach, die habe ich ja noch nicht. Stimmt. Er sieht ein bisschen besser ausgerüstet aus als wir. Und er ist Level 2. Ja, auch das noch. Okay. Ja, okay. Ich brauche jetzt nicht zu viel sagen, aber Jude ist ein Charakter aus dem ersten Teil. Ja. Einer der beiden Hauptcharaktere, die man am Anfang wählen konnte. Und was er hier jetzt macht und warum und überhaupt, werden wir ja schon bald sehen, ne? Meine, es ist ganz schön blutiger als der erste Teil, finde ich. Ein Trenchcoat, perfekt. Ich habe nämlich noch nichts, ja. Ja, wow. Vorher Verteidigungsbooster durchbekommen. Haben wir hier noch irgendwie was? Und das kleine Mädchen scheint auch nicht so nervig zu sein, wie ich befürchtet hatte. Weil das Mädchen, da kann ich auch noch. Und ich habe so sehr gebetet zu Gott, also zu Hideo Baba, der Macher der Tales of Serie. Hoffentlich ist das nicht so ein kleines, nerviges Mädchen irgendwie so, weil das ist sowas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Aber bis jetzt scheint das noch nicht so zu sein. Aber gucken wir erstmal weiter. Hi.
Okay, jetzt sind wir zwei. Ah! Bitte frag mir nicht. Du bist auch stark. Du hast auch Erfahrung aus dem ersten Teil mitgenommen. Kann ich eigentlich? Nein, kann ich nicht. Okay. Oder noch nicht. Oh Gott. Kannst du überhaupt irgendwas shoot? Ich meine so technikenmäßig. Okay, der Dicke geht mir. Jawohl, du kannst heilen. Wunderbar. Klingt schon mal gut. So. Wir kriegen auch gut Geld. Finde ich gut. Hey Luger, how are you fixed for Allium Orbs? I brought an extra one. Take it. You know about Allium Orbs, right? Nein. We've been using them ever since the Lilium Orbs transmutated. The orb will let us link during battle. When we're linked, we can... Never mind. You'll see soon enough. Okay, Lilium-Kugeln scheint es nicht zu geben. Dann sind wir ja voll gut. It's time to link up. Also ehrlich gesagt, das habe ich ehrlich gesagt im Kampf davor ausprobiert. Was für ein Zufall. Flank them. Ja. Ich hätte das vielleicht mal vorlesen sollen, aber nö. Die Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer und deine AZ. So, lassen sie sich das machen. Jetzt kommt er von hinten. Er schützt sich vor Angriffen und von hinten und reagiert so die Wahrscheinlichkeit als kritische Treffer. Im Strategie-Menü kannst du Verhalten deines Partners ändern. Au! Achso, okay. Jules Partnerfähigkeit wiederherstellen. Ist Jules dein Partner, heilt er dich, wenn du von einem Gegner niedergeschlagen wirst. Gegner des Krafttyps verfügen über vier derartige Angriffe. Eine Verbindung mit Jules empfiehlt sich also. Er kann dich sogar wieder erwecken, wenn du K.O. gehst. Ja. Fülle deine Anzeige, indem du angreifst. In seine Wiederherstellungstechnik ist sowieso richtig geil im Bosskämpfen. Achso, ist schon, okay. Also schneide. Cool. Wenn du verbunden bist und angreifst, führt sich die verbundene Arztanzeige links. Die Anzeige hat 5 Segmente. Wir keine Ahnung, wenn ein Segment ganz voll ist. Je nach Partner kann es sein, dass das Symbol verbundene Arzt erscheint. In der 2, während das Symbol angezeigt wird, um einen mächtigen verbundenen Arzt zu wirken. Geil. Die Anzeige bewegt sich nur dann ins nächste Segment, wenn du ein verbundenes Arzt verwendest. Drücke die Richtungstaste in Richtung des Partners, mit dem du verbunden bist, um die Strategie zu wechseln. Ändere die aktuelle Strategie nun zum selbstständigen Handel. Okay. Wenn du selbstständig handeln als Strategie einstellst, kann dein Partner unabhängig handeln, während ihr miteinander verbunden seid. Ach so, das war wie in dem Buskämpfen, in dem Bosskämpfen, den ersten Teil. Also die auch einfach so durch die Gegend gelaufen und waren irgendwie verbunden. Willst du hingegen zusammen handeln mit deinem Partner dich unterstützen? Okay, das ist geil. Boah, das wäre voll abhängig. Ich glaube, ich bin das. Das heißt, ihr müsst ja nicht immer. Aua. Okay, ich hätte mich eigentlich fallen lassen können, dann hätte mich ja schon wieder aufgehoben. Das heißt, ich muss jetzt. Er muss mich jetzt hier nicht die ganze Zeit begleiten und kann auch selbstständig kämpfen. Aber wenn ich eine verbundene Art einsetze, wie hier, dann ist er trotzdem dabei. Ist ja mal richtig geil. Oh, du kannst heilen, ich finde das so schön. Aua. Also komm, wir machen mal fertig. Richtig toll. Links sure are useful. Yeah. Der Typ ist so geil. Und ich mache mich nicht über ihn lustig, ganz ehrlich nicht. Neuer Herausforderer, Anfänger. Busch. Okay. Ich weiß, was passiert, wenn Level abkommt. Würde ich jetzt gerne wissen. Wo wir die haben die wie hießen die nochmal? Lyrium-Kugeln rausgenommen. Die mochte ich eigentlich. So, gleich ist da einer und dann müssen wir ja ein Level-Up haben. So glitzernde Dinge habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Also, guck mal. Ja, zack. So geht das. Zack. Bims.
So, komm mal her. Warte mal. Richtig. Ach, damit konnte ich auch. Dann mal gucken, was du eigentlich hier hast. Ey, was hast du eigentlich für Angriffe? Wahrscheinlich alle aus dem ersten Teil. Schade. Servo-Schlag, Heiler, Dämonenfaust. Kommen mir alle bekannt vor. Aber das spielen wir erstmal, Ludgar. Und verdammt. Kampfherausforderung. Abschnitt Kampfherausforderung. In der Titelliste der Bibliothek kannst du sehen, welche Kampftechniken du schon erfolgreich angewendet hast. Wenn es dir beim Kämpfen gelingt, Kampfherausforderungen zu bewältigen, nehmen deine Kampffertigkeiten zu. Okay. Warte mal, was? Kampf? Nee. Wo hat jetzt Kampfbuch? Nee. Titel. Da, Kampfherausforderung. Neue Herausforderer. Führe verschiedene Kampfhandlungen aus, um den Titel zu verdienen. Experimente mit unterschiedlichen Techniken und Figuren. Du hast eine Kombo verwendet, für die du 4 AZ brauchst. Mach ich doch die ganze Zeit irgendwie. Egal. So, jetzt haben wir gleich ein Level up. Da bin ich gespannt, was passiert. Einfach nur so ein stinknormales Level up ist, oder? Keine Ahnung. Na. Ah, ich vergesse mal, ich kann mich da eben schmeißen lassen. Oh, meine TP. Ja. Ich bin übrigens immer noch auf schwer. So. So, mehr kann ich nicht machen. Ich habe nur 2 Angriffe. So, jetzt haben wir ein Level up. Levelaufstieg. Und wir bekommen keine Dinger. Verdammt. Den hat echt rausgenommen. 486. Ich habe jetzt nicht gesehen, wie viel AP er hatte. Oh. Na, egal. Hm, hoffentlich, ja, weiß ich nicht. Strickmütze. Das ist für Ludgar. Also, du bist schon... Okay, du hast die Strickmütze. Okay. Dann habe ich nicht gesagt. So. Bis jetzt geht das hier noch schön dem Jahr. Ja, das ist halt hier Kombo, die ich hier die ganze Zeit mache. So, ich muss mal wieder ein bisschen angreifen. Au. Danke. Ja, gegen dich möchte ich halt nicht unbedingt einsetzen. Okay, bei dir ist eigentlich auch Verschwendung gewesen. Egal. Bams. Schön. So, sind wir jetzt da. Quick, let me explain how to use Allium Orbs to develop your abilities. Okay, gut. Lilium Orbs did that too, but these work a lot differently. All Lilium Orbs quit working when they were overloaded with mana after the schism was dispelled. But we figured out that by feeding them elemental energy through an extractor, a kind of mana absorption spirex, we were able to resurrect them as Allium Orbs. Our linking and development capabilities were back in business. Sorry for rambling on there. Why don't you just give it a shot? Yeah. Okay. Die Alliumkugel wurden freigeschaltet. Du kannst neue Arts und Fertigkeiten erwerben, indem du Elementerz, das du im Kämpfen und im Feld erworben hast, in den Extraktor einsetzt. Die Art des Elements, das dem Elementerz entzogen wird, hängt von deinem Extraktor ab. Die Aufnahmerate ist außerdem vom Extraktor zu Extraktor unterschiedlich. Okay. Ja, aber ganz Neues. Okay. Du kannst Arts und Fertigkeiten erlernen, wenn du eine gewisse Menge Punkte eines bestimmten Elements extrahiert hast. Wenn du ein neues Art oder eine neue Fertigkeit erlangt hast, kannst du sie auf jede Elementarlinie der Alliumkugel von außen nach innen sehen. Du lernst das Art oder die Fertigkeit, wenn sie das Innere des gelben Kreises in die Mitte erreicht hat. Okay. Ich hab jetzt noch gar kein Wort verstanden. Ich muss das gleich mal ausprobieren. Wenn du eine Art erlernt hast, kannst du es aufwerten, indem du die Punkte, die du zum Erlernen erforderlich waren, erneut erwirfst. Fertigkeiten können nicht aufgewertet werden. Warte mal. Okay. Achte darauf, die Alliumkugel regelmäßig zu überprüfen und deine Extraktoreinstellungen nach Bedarf zu ändern.
Damit kannst du die großmöglichste Wirkung erzielen. Okay, so wie ich das jetzt verstanden habe. Man bekommt in Kämpfen solche Dinger und die tut man in dieses Ding rein und dann lernt man irgendwelche Dinger. Okay. Ja, okay. Aber so, wie ich das jetzt mitbekommen habe, muss ich dafür nicht unbedingt leveln, oder? Ich muss einfach nur die Dinger finden, oder? So, ach Gott. So, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Zeit des Integrator. Level 1, höhere Kombodauer. Ach, der wird der hier erhöht, okay. Schneller Schlag, eine vorwärtsgerichteter Schuss mit den Doppelklingen wird bei einem betäubenden Gegner zu einem kritischen Treffer. Kann ich nichts machen. Okay. Extrahiert das Wasserelement aus Element Erz, verbessert die ihm inwohnende Eigenschaft. Was? Gewonnen, erworbene Elemente haben. Ich habe kein Wort, was das hier ist. Ich will mal schneller Schlag lernen. So, Tröpfchen. Tröpfchen. Was? Bekomme ich Erfahrung jetzt und das wird aufgelevelt oder was? Ich habe jetzt noch kein Wort verstanden, ne? Vitalität, Erholungsring. Also, so wie ich das mitbekommen habe, werden jetzt die Dinger hier irgendwie, dafür werde ich Punkte sammeln. Ich mach mal einen Kampf und guck dann, was passiert. Nein. Ach so, ich kann nur einen, oder was? Warte mal. Er hat jetzt Tröpfchen, Erdleuchten. Er hat Tröpfchen, Erdleuchten. Ach so, okay. Jeder kann nur einen ausrüsten. Und dann werden die verschiedenen Dinger hier. Er würde Intelligenz, KP gewinnen und so bekommen. Und er würde jetzt per Tröpfchen, Erholungsring, Vitalität und so weiter. Okay, dann lassen wir das so. Ich gucke einfach, was passiert, wenn ich einen Kampf gewinne, ob ich da Punkte bekommen habe oder so und was weiß ich. Und dann mal gucken. Ja, okay. Und hier ist ein Shop. Okay. Das sind aber keine leuchtenden Dinger. Ich glaube, ich muss für sowas nicht mehr ausschalten. Ja, was haben wir denn hier? Boah, viel zu wenig Geld. 1, 2, 3, 4. 1. Ich bin nur sicher. So. Warte, gefällt, wenn ich auch da bin. Obwohl, wenn ich verbunden mit dir bin, dann ich glaube, ich sowieso automatisch gehalten, ne? Geht was zu früh. So, zack, komm her. Ach nein, treffe ich auch geil. So, Element Erz, okay. Level up, das ist nur ja für Werte. Okay, er hat jetzt 500. So, Alien-Kugel. So, zeig mal jetzt. Da habe ich 2 Punkte, okay. Okay, dann ist es ja nicht so schwer. Frage ist nur, wie das passiert, wenn ich... Wie das geht, wenn ich mehr habe? Hey, Fertigkeiten, was ist das denn? Ja, okay. Das erklärt sich von selber, würde ich sagen. Machtladung. Erhalte nach 0,75 Sekunden Abwehr eines 5%. Ach, das ist das, womit ich hier AZ bekomme, wenn ich abwehr, ne? So, das sieht jetzt hier schon nach Ende aus, aber ich würde gern speichern und Feier machen, aber okay. Anscheinend noch nicht. Do we send for reinforcements, sir? Wasting a chance to see the sort of person we're dealing with? Hardly. My watch is gone. Don't wander off, young lady. It's dangerous. I don't care. I can't get to. Like I give a fuck. Also in dem Sinne. Just when things couldn't get more interesting.
No, don't go, it's dangerous. Und so. Was ist das für ein Mädchen? So, hey. Hm? Did you know that girl? Is it okay to leave her like that? Hab ich mir aber auch gerade gedacht, warum war die überhaupt nur da? Warum ist sie nicht mitgekommen? Die war mir völlig unbekannt. Naja, bis sie mir dann eine Entführung angehängt hat. Ja. You? A kidnapper? Nein, Mann! Yeah, I don't buy that. Though, if it's true, I'll have to give you some of what those terrorists have coming for them. Huh? Well, I suppose we don't really have time to worry about that right now. Let's get going. War das ein Knallart, Mann? Ich hab doch nichts getan. Das hat letztes Mal irgendwelche witzigen Geschichten, die er mit anderen teilt. Oh mein Gott, Jude hat auch keine TP mehr gleich. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hab dafür TP wie geklopft, was war? Boing, L1 und zack. Die guten alten Zeiten, Mann. Warte mal, was? Hä, geil. Man kann keine L1-Angriffe mehr machen, oder was? Doch. Okay, ich sollte mal wieder wechseln. Okay, ich sollte mal wieder wechseln, weil wir kriegen hier voll aufs Maul. War eine schlechte Idee. Jude, ich brauche Hilfe. Boah, mein Gott. Apfelgummi, danke. Ich brauche einen Speicherpunkt. Da hinten ist einer, gut. Warte mal, du bist doch ein Heiler. Heiler, hier. Verdammt. Echt nicht. Okay, dann noch den einen Kampf und da hinten und da zwei Kämpfe und dann. Es ist das schwer jetzt zu sehen, ob wir Schatz gefunden sind. Entschuldigung, da ist eine Truhe. Ich will euch doch von hinten angreifen. Verdammt. Du brauchst ein paar TP, ganz ehrlich. Okay, mit L1 kann man Gegner in der Luft befördern, wie geil. Aua, nein, nicht auf mich, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Aua, aua, aua. Ai, ai, ai. Das ist nicht gut, ey. Wir sind voll hier am Abnippeln. So. So, ich, Apfelgummi. 1, 2, so. So. Will ich mal, der hat mich gesehen. Zack. So mach mal das. Erstmal den dicken jetzt. So, jetzt. Zack. Jetzt gehen wir euch aufs Maul. Zack, so macht man das. Zack. Na gut, mit L1 kann man die Gegner vor in der Luft befördern. Titel fast freigeschaltet. Dauerangriff. Anfänger, nur noch 6. Okay. Finde ich auch gut. We're almost at the front car. Be on guard. Ja, da wartet bestimmt voll der Boss. Roger. Zack, so. Wir sind in Sicherheit. Gucken wir nochmal hier rein. Ja. Und er braucht voll viele. Na gut, dann würde ich sagen, das war ein etwas actiongeladenerer Part dieses Mal. Für den dritten Part. Aber ist auch gut so. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Cilia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.